Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Wir werden uns jetzt in dieser Aufnahme mal zurück zu Funes Stützpunkt begeben, denn wir wollen zum einen natürlich ein wenig die Hauptquest vorantreiben und ich würde mal wirklich gerne in diesem Turnier kämpfen und mal schauen, ja, wie gut wir denn in diesem Turnier überhaupt abschneiden würden, denn ich kann aktuell noch gar nicht so die Schwierigkeit der Gegner hier einschätzen. Von daher sollten wir uns das mal einfach anschauen und dann je nachdem entscheiden. So, muss ich mit euch reden? Lasst ihr mich rein? Nein, offenbar nicht. Ist hier sonst noch jemand, mit dem ich reden kann? Also ein paar Schaulustige haben sich offenbar auch hier eingefunden. Der Duellring ruft. Mit dir kann ich reden. Wollt ihr euer Können erproben? Das Turnier steht allen Kämpfern offen. Ihr veranstaltet Duelle während einer Invasion? Gerade in Kriegszeiten tut ein bisschen Unterhaltung gut. Außerdem benutzen wir Holzschwerter, damit niemand verletzt wird. Rot und Spiele. Ich kämpfe nur, wenn es einem Zweck dient. Ihr wollt einen Zweck? Es winken üppige Belohnungen, sofern ihr gewinnt. Wenn ihr interessiert sein solltet, die Herausforderer warten am Ring. Ein bisschen Übung kann eigentlich nie schaden. Zu Ehren eures schönen Katanas nennen wir euch Okuto. Ein kleiner Rat. Jeder Kämpfer hat seinen individuellen Stil mit ganz eigenen Stärken und auch Schwächen. Fordert jemanden heraus, lasst das Publikum nicht warten. Erst so, nö, kein Bock. Im und dann Konflikt so, oh, es gibt Belohnungen. Frieden. Dann mach ich mal mit. Wer ist das hier? Seltsam. Ein Mönch in einem Duellring. Es ist Teil meiner Reise. Plünderer überfielen mein Kloster. Ich tötete sie mit nichts als meiner Almosenschale. Ihr bracht euren Eid des Gewaltverzichts. Ja, doch so erfuhr ich Erleuchtung. Kämpft gegen mich, damit ich sie erneut erfahre. Gewalt bringt mich zur Erleuchtung. Ist mir eine Ehre. Oh Mann. Die Zeit ist gekommen. Als erster im Ring, Okuto und sein Gegner, der verbannte Mönch Owan. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. 5 Kontakte, so. Los! Halt! Auseinander! Punkt für Owan! Weiter! Okay, interessanterweise kann ich irgendwie meinen... Doch, ich kann den Stil ändern. Okay, das ist doch nochmal ganz anders. Als die normalen Duelle. Okay, so komme ich irgendwie nicht an den Rand. Vielleicht müssen wir diesen Kampfstil wählen. Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Sehr schön. Fahrt fort! Halt! Auseinander! Okay, ich habe die Schwäche seines Kampfstils gefunden. Man braucht wahrscheinlich für jeden einfach den richtigen Stil. Zurück. Punkt für Bokuto. Und genau das haben wir jetzt langsam herausgefunden. Jo, das haut ihn voll raus. Damit kommt er nicht klar. Auch wenn wir jetzt schon zum dritten Mal auf dieselbe Art und Weise einen Punkt erlangt haben. Sieg! Der Sieger, den verbannten Mönch. Ich danke euch für die Reise. Cool. Ganz witzige Idee eigentlich, nochmal so Duelle ein bisschen anders aufzuziehen. 100 Vorräte haben wir ergattert. Was gibt's denn am Ende nochmal für eine Belohnung? Seide und ein Schwertkit, genau, okay. Und eine mittlere Erhöhung unserer Legende. Gut, jetzt haben wir den erledigt. Wie sieht's denn hier mal mit jemand anderem aus? Wer ist das hier zum Beispiel? Das muss nicht wehtun. Take. Lasst mich gewinnen, Ronin. Ich habe 9 Kinder.
einen kranken Mann. Ich brauche den Gewinn. Ihr seid keine gelernte Kämpferin? Ölhändlerin. Ich wuchs auf der Straße auf. Kämpfte gegen Räuber. Bitte. Lasst mich gewinnen. Tut es für meine 8 Kinder. Waren es nicht 9 Kinder? Erwischt. Ich muss euch wohl auf die altmodische Art schlagen. Der Bokuto fordert Take heraus. Ihr hättet mein Angebot annehmen sollen. Diese Lügnerin. Zeit ist gekommen. Als erster im Ring, Bokuto und seine Gegnerin, die mörderische Händlerin Take. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte erzielt, gewinnt. Wir werden sie nicht gewinnen lassen. Los! Diese Unverfrorenheit, mich zu belügen. Okay, die hat enorm... Halt! Auseinander! Und für Take! Weiter! Halt! Okay. Und für Bokuto! Wie man die besiegt, weiß ich auch. Fahrt fort! Die lassen wir einfach immer kommen. Zurück. Punkt für Bokuto. Weitermachen. Ja, wir lassen sie einfach immer schlagen. Punkt für Bokuto. Blocken ihre Angriffe im richtigen Moment. Und dann haben sie einen Treffer. Irgendwann wird sie zuschlagen. Jo. Zurück. Aber wie geil sie jetzt abgewartet hat, nachdem sie dreimal einen reingekriegt hat. Sonst ging sie immer sofort auf mich los. Sie hat also jetzt schon ihr Verhalten geändert. Ihr Kampfmuster. Lol, das hat sie nicht kommen sehen. Besiege die mörderische Händlerin. Ihr habt betrogen. Niemand ist so gut. Hast du doch gesehen. Wie hätte ich denn betrügen sollen? Du bist ja nicht auf meiner Kacke ausgerutscht oder so, von daher. Okay, Take ist auch besiegt. Wen haben wir hier noch? Hier. Oh, der sieht kampferprobt aus. Ein Schwert aus Stahl. Es muss euch an Technik mangeln. Dieses Katana ist für den Krieg. Für euch nehme ich eines aus Holz. Ich pfählte einst einen Mann mit einem Holzschwert. Da war ich erst 13. Und ihr geht immer noch damit an? Seitdem habe ich viele besiegt. Dann lasst Vergangenes ruhen und zeigt mir, was ihr heute könnt. Der Bokuto fordert Kai heraus. Ich werde euch ausweiden. Die Zeit ist gekommen. Ein Hitzkopf. Als erster im Ring, Bokuto und sein Gegner, der Plünderer Kai. Treten und schlagen ist erlaubt. Und seine Unterhose guckt einfach raus. Kontakte erzielt, gewinnt. Zieh dir mal einen ordentlichen Schlüpper an, Mensch. Los. Halt. Okay. Punkt für Kai. Fahrt fort. Zurück. Punkt für Bokuto. Weitermachen. Fuck. Okay. Der ist schwer. Fahrt fort. Weitermachen! Halt! Auseinander! Punkt für Bokuto!
weiter! Ja, jetzt habe ich ihn aber raus. Bei ihm müssen wir ausweichen. Nicht blocken, sondern ausweichen. Fuck! Geht zurück! Punkt für Kai! Fahrt fort! Das ist ein harter Kampf. Weiter! Wir haben ihn. Perfekt. Und der Sieger, Okuto. Das war aber knapp. Wirklich knapp. Der Glückspilz. Bisher der stärkste. Und Glück war tatsächlich ein bisschen mit dabei, würde ich fast sagen. Ihr kämpft voller Leidenschaft, Okuto. Wird Zeit, dass ihr einmal unterliegt. Sau. Ist das der letzte, der jetzt noch übrig ist? Ich denke mal ja, weil es hieß ja, wir sollen 4 Duelle gewinnen. Ja, da ist er. Ihr seht genau wie er aus. Wie wer? Ich wecke Erinnerungen. An meinen Sohn. Er würde wie ihr aussehen, wenn er noch leben würde. Tut mir leid. Ich habe selbst Familienmitglieder verloren. Wie so viele auf Iki. Mein Sohn und ich waren fischen. Als die Banditen angriffen. Ich schlug mit meiner Angelrute auf sie ein, bis das Wasser rot war von ihrem Blut. Die Farbe war wunderschön. Offenbar bringt ihr Wut und Trauer mit in dieses Turnier. Das haben wir gemeinsam. Doch nur einer von uns wird triumphieren. Na. Okuto fordert Zau heraus. Und wer wird es wohl sein? Bluten. Es die kann Zeit nur einen geben gekommen. Und das bin ich. Als erster im Ring, Okuto und sein Gegner, der blutrote Fischer Sau. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst 5 Kontakte gewinnt. Mann, ich hab so. Du musst mir die Regel nicht 5-mal erklären. Ich hab sie mittlerweile gerallt. Los! Ist jetzt auch nicht so das komplexeste Regelwerk, kein Dungeons and Dragons Scheiß. Okay. Punkt für Sau. Weitermachen! Fuck! Ich dachte, ich kann schneller zustechen. Weitermachen! Wir haben ihn. Hä? Hä? Geht zurück. Punkt für Sau. Weiter. Der hat doch vorhin noch gar nicht weiter gesagt. Weitermachen. Zurück. Punkt für Okuto. Fahrt fort. Yo! Und der Sieger, Sau! Ihr seid meinem Sohn doch nicht ähnlich. Okay, da müssen wir ein Rematch machen. Stellt euch mir erneut, Okuto. Los! Boah, der ist richtig hinterhältig, der Typ. Richtig hinterhältig. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn raus. So ungefähr. Manchmal macht er nach dieser roten Attacke halt noch eine und manchmal direkt die blaue. Also da muss man dann... Ja, da zum Beispiel. Das hätte man noch blocken können. Aber da bin ich dann einfach zu langsam. Ja, seht ihr? Also wahnsinnig. Der ist stark. Der ist wirklich stark. Und ich habe geblockt hier jetzt. Jetzt habe ich tatsächlich die Blockentaste gedrückt, aber irgendwie...
Ja. Ja. Zero Chance. Zero Chance. Und der Sieger, Sau! Ja! Unglaublich. Kaum eine Chance gegen den. Hätte ich nicht gedacht. Dass hier dann ein Gegner doch noch so stark sein würde. Probieren wir es nochmal. Ja! Zurück! Punkt für Sau! Oh, da bin ich mir jetzt sogar mal zuvor gekommen. Das scheint aber auch nicht so die Allheilmethode zu sein. Ach man, komm schon. Das ist echt ein nerviger Kampf. Der gefällt mir nicht so. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich verliere. Auch wenn das wahrscheinlich einige von euch jetzt sagen würden. Aber das ist irgendwie ein komischer Kampf. Komischer Stil. Ja, weiß nicht so recht, ob wir den überhaupt besiegen können. Das sieht aktuell nicht danach aus, als gäbe es da eine Chance. Sehr, sehr unausgeglichen zwischen uns gerade. Probieren wir es nochmal. Wir nehmen diesmal diesen. Was ist dieser? Man kann sich dann auch plötzlich nicht mehr bewegen. So ein dummer Scheiß. Völlig sinnlos. Ja, ich bleib dabei, der Kampf gefällt mir nicht. Den haben sie nicht so gut designt, meiner Meinung nach. Also es gäbe ja noch andere Möglichkeiten, Kampfstile zu schaffen, als jetzt so ein Mist. Hä? Wie gesagt, der macht sofort weiter. Wir hatten einen Treffer und normalerweise hat der Schiedsrichter immer nach einem Treffer gesagt, okay, stopp und dann weitermachen. Und das hat er jetzt plötzlich nicht gemacht. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam. Das ergibt auch nicht so richtig viel Sinn. Aber gut. Stellt euch mir erneut, Bokuto. Vor allem war das ja ein Vorteil für mich. Ich wehre mich halt trotzdem drüber, weil das nicht den Regeln entspricht, die wir kennengelernt haben. Komm schon, du dummer Idiot, ey. Weitermachen. Okay, wenn man getroffen wird von was auch immer, eigentlich ist es ja verboten in diesem Turnier, nehme ich mal an. Ja, er wirft mich einfach mit irgendeinem Beutel ab. Na, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das regelkonform ist, aber okay. Ich verstehe das nicht. Das ist ein bisschen nervig. Und auch da habe ich wieder geblockt. Wer hat nichts gemacht? Ist irgendwie der Controller vielleicht schwach vom Akku her oder so? Wartet mal eben. Ist er tatsächlich. Also nur noch ein Balken. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen großen Einfluss nimmt. Stellt euch mir erneut, Bokuto. Aber ich bleib dabei. Mir gefällt dieser Kampf nicht. Die anderen fand ich cool. Diesen hier eher nicht so. Das liegt halt, wie gesagt, an dieser komischen Kampfkunst, die er hat. Da kommt halt kein richtiger Flow auf. Und das würde ich mir bei einem Kampf halt in so einem Duell halt schon, in so einem Duellring wirklich gerne wünschen. Seit Ewigkeiten mal wieder ein Treffer. Und wieder dieselbe Scheißleier. Das ist so lächerlich. Man kann nicht viel dagegen machen. Man kann einfach nicht viel dagegen machen. Das ist das, was ich ein bisschen sehr mies finde. Ja, und da schon wieder. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht ausweichen, ich kann nicht blocken, ich kann nichts machen. Weitermachen.
Ist doch schwach. Da kann mir auch niemand sagen, dass das ein cooler, cool konzipierter Kampf ist. Kaufe ich nicht. Kaufe ich einfach nicht. Und der Sieger, Saul. Und ehrlich gesagt weiß ich halt jetzt auch nicht, was ich noch anders machen soll. Weil ich kann bei den roten Angriffen kann ich ja nur ausweichen. Ich kann zur Seite ausweichen oder nach hinten ausweichen. Wenn ich nach hinten ausweiche, macht er, also, ne, er reagiert ja immer wieder auf dieselbe Art. Und ich muss halt Glück haben, dass er diesen blöden Sack dann nicht nach mir wirft. Wie er es jetzt getan hat, weil dann kriegt er immer automatisch einen Punkt. Und klar, ich kann dem Sack auch ausweichen, das weiß ich selbst. Aber seid mal bitte so schnell, dass ihr genau im richtigen Moment wisst und ihr habt ja eine halbe Sekunde Zeit dafür. Und ich bin einfach schon ein alter Mann, ich bin 30. 31. Fast. Weitermachen! Ja, und da habe ich jetzt halt schon wieder eine Chance vertan. Und da plötzlich wieder den Sack. Was ist denn das für ein dummer Kampf einfach? Soll zurück zu seinen Quallen gehen, der Typ. Kann sich mit SpongeBob den Arsch abwischen. Ja, genau. Plötzlich eine ganz anderes Moveset. Genau. Glaube ich auch. Sich darüber aufzuregen, macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Also wie gesagt, schwacher Kampf. Die anderen drei cool. Aber gut. Trotzdem ja noch eine ganz gute Statistik, würde ich sagen. 3 von 4 kämpfen gut. Auch da habe ich halt geblockt, ne? Also es ist halt lächerlich. Manchmal verstehe ich es halt wirklich nicht. Mann, ey! Was ist denn das für ein Wichs? So ein schäbiger Fischerficker! Und der Sieger, Sau! Gut, wir machen Folgendes. Ich schneide die Aufnahme wieder zusammen, weil das ist mir zu blöd. Also wir machen jetzt nur noch den Kampf, den ich dann gewinne, weil wir vergeuden zu viel Zeit in diesem Quatsch. Vor allen Dingen, dass er mir das dann als Triumph verkaufen will, dass ich einmal gewinne, wo er 20 Mal gegen mich gekämpft hat. Ich müsste ihn einmal mehr besiegen, als er mich. Und das sehe ich aktuell nicht. Geht doch. Der Trick war immer zweimal zurückzuweichen. Trotzdem. Gefällt mir trotzdem nicht. Selbst wenn ich auf den Trick früher gekommen wäre, das ist doch...
Wo kommt denn da ein Kampfflow auf? Ihr kämpft sogar wie mein Sohn. Du hast mich 20 Mal windelweich geprügelt. Ich hoffe, das hast du mit deinem Sohn nicht gemacht. Ich arbeite an einem neuen, scharlachroten Farbton. Eine passende Farbe für den Meister Bokuto. Ach, er ist dieser rote Färber da, dieser Typ. Das ist natürlich interessant. Gut gekämpft. Ich wusste, ihr seid gut. Aber ein Sieg über Sao? Kein Wunder, dass Fune etwas in euch sah. Vergesst meine Belohnung nicht. Natürlich. Wohlverdient, Bokuto. Nice. Und damit haben wir den Duellring abgeschlossen in der geheimen Bucht. Und bekommen ein Schwertkit. Müssen wir gleich mal gucken, welches das sein mag. Das verborgene Herz. Perfekt für jene, die versteckte Beweggründe und geheime Absichten verbergen. Ja, ich würde sagen, das trifft ziemlich gut auf uns zu. Ach, geil. Okay, das find ich cool. Das finde ich ganz cool. Jetzt müssen wir nochmal... Haben wir noch die Techniken hier? Wir können noch einen Skill verteilen hier. Furchterregender Sturmritt. Wird ein Gegner vom Sturmritt getroffen, besteht eine Chance von 25%, Gegner in der Nähe zu verängstigen. Das ist halt mega. Wir haben immer noch einen Skillpunkt, aber ja, wir haben halt nichts mehr, wo wir den rein versenken können. Die Karte wurde aktualisiert und zwar haben wir hier rote Farbehändler. Interessant. Wie wäre es mal, wenn wir zu dem hingehen und mal eben gucken, was wir so kaufen können. Wir waren hier ja schon einmal. Rot ist die Farbe von Verlust und Zorn. Warnung für einige, Einladung für andere. Unsterblicher Zorn. Den kriegen wir so. So, jetzt verkörpert ihr Zorn und Bedauern. Rüstungsfarben. Sarugami-Rüstung. Oh! Durchdrungen von der Kraft eines furchterregenden Affengeists drängt ihren Besitzer dazu, Risiken und Gefahren einzugehen. Das sieht eine passende Farbe für den Meister Bokuto. Aber das sieht auch nice aus. Das sieht wirklich gut aus. So, jetzt verkörpert ihr Zorn und Bedauern. Hüte. Blutroter Strohhut. Der Preis für Perfektion ist hoch. Und Masken. Hashihime-Maske. Okay, das sieht gruselig aus. Die haben wir aber auch, glaube ich, gar nicht, oder? Wir müssen mal eben gucken, ob wir die haben. Also, erstmal werden wir die Rüstung blutrot machen. Das sieht trotzdem nicht so aus. Ich habe sie doch jetzt blutrot gemacht. Die sieht nicht so aus wie eben. Das könnte aber auch an der Belichtung liegen. So. Ne, diese Hashi-was auch immer Rüstung, die haben wir nicht. Tomoes zerstörte Maske. Rachsüchtiger Fürst. Sakai-Maske. Sarugami-Helm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich erstmal bei diesem Holzschwert bleiben. Kleidet euch in der Farbe der Helden. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Hauptquest weitermachen. Dafür müssen wir wahrscheinlich mit Fune reden. Nehme ich mal ganz stark an. Sprich mit Fune. Seid gegrüßt, mein Herr.